Frau Müller, was ist los? Ach, Frau Dr. Scherz, ich habe so viel Stress. Die Kinder streiten nur noch. Und ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich noch tun kann. Ach, was heißt manchmal? Eigentlich weiß ich es in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Ja, Frau Müller, zu dem normalen Stress. Und von dem gibt's ja so schon genug. Durch Schule, Kindergarten, Haushalt, Arbeit. Kommt jetzt noch Corona. Und es dauert schon so lange. Und es wird noch eine Weile dauern. Und es ist eine Belastung für die Eltern und für die Kinder. Ich weiß das. Ich hab so die Schnauze voll. Aber das darf man ja gar keinem sagen. Oh doch, Frau Müller. Das darf man mal. Das muss mal raus. Und dann geht's auch wieder leichter. Ach, gestern. Gestern war ein ganz furchtbarer Tag. Oh, da haben sie erst gestritten über ein Spielzeugauto, über Eisenbahnschienen und was weiß ich noch alles. Da musste ich wieder einschreiten. Ja, schließlich habe ich ihnen Fernsehverbot gegeben. Dann geht's zumindest mal für kurze Zeit. Ja, und ehrlich gesagt ist mir dabei der Kragen geplatzt. Aber so richtig. Ich war hilflos. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann habe ich geheult und geschrien und gebrüllt und heute schäme ich mich so dafür. Ich schäme mich so. Ja, und dabei will ich es doch besser machen als meine Eltern. Und ich schaff's nicht. Jedes Mal nehme ich mir vor, ruhig zu bleiben. Und dann reizen sie mich so, dass ich doch wieder laut werde. Ja, Frau Müller, jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr. Und in der Beratung würde ich jetzt mit Ihnen beginnen, zunächst mal über das Prinzip der Bestrafung zu sprechen. Sie würden von mir Zusammenhänge erklärt bekommen. Die sind ganz sachlich und auch wissenschaftlich untermauert. Und da würden Sie dann verstehen, warum das mit der Bestrafung nicht klappt und eigentlich auch nie klappen kann, oder? Nee, also, es ist nie von Dauer. Und dann geht's wieder von vorne los. Oh, ich kenne das und ich bin es so leid. Also aufgrund der neuen Informationen, die Sie von mir bekommen, können Sie, erstmal wir gemeinsam, aber dann immer mehr Sie alleine überlegen, was Sie tun können und was für Ihre Familie gut ist und was bei Ihnen funktionieren wird. Und dann fühlen Sie sich nicht mehr so ausgeliefert. Sie können wieder selber etwas ändern und ja, es wird sich was ändern und dann kommt auch wieder mehr Frieden in die Familie. Oh ja. Mehr Frieden. Das bräuchten wir so dringend.